Am vergangenen Samstag spielten die Volleyballfrauen von VfL Eute ihren letzten Saisonspiel gegen Bayer Leverkusen. Dass das Spiel mit 1:3 verloren ging, war nicht so wichtig. Wichtiger war der Abschied von Birgit Beusen und Jasmin Sackbrock. Birgit, wie fühlst du dich nach dem Abschied? Im Prinzip hat sich gefühlstechnisch jetzt noch nicht so viel verändert. Also mir geht es noch eigentlich fast genauso wie letzte Woche, weil für mich das Ganze noch nicht so wirklich real ist. Also ich fühle mich eigentlich wie zum Ende einer jeden Saison. Wir treffen uns hier heute nochmal zum Abschlusstraining und dann geht sowieso auch die Mannschaft erstmal in die Pause. Und bislang fühlt es sich noch eigentlich so an wie immer. Sicherlich ein bisschen Wehmut, aber ich glaube so, die Gefühle, nicht mehr dabei zu sein, kommen erst später. Jasmin, und bei dir? Ja, bei mir ist das ähnlich wie bei Birgit. Also bei mir hat sich das Gefühl auch noch nicht so richtig eingestellt, dass die Saison jetzt vorbei ist. Natürlich, die Saison ist vorbei, aber dass ich jetzt nach der Saison aufhöre, das hat sich noch nicht wirklich eingestellt. Ich denke, das wird sich erst einstellen, wenn die anderen wieder in die Saisonvorbereitung starten und ich dann mit Birgit zu Hause sitze. Oder auch nicht. Oder auch nicht, oder vielleicht auch irgendwo anders. Aber so richtig hat man das noch nicht verarbeitet, glaube ich. Jasmin, wann genau bist du zu dem VfL Eute gekommen? Ich habe jetzt 5 Jahre bei Eute gespielt, also müsste das 2009 gewesen sein. Und du, Birgit? Ja? Ich habe jetzt fast 10 Jahre hier voll, also war ein gutes Jahrzehnt hier beim VfL Eute. Birgit, kannst du hier die schönsten Momente, die du hier hattest, beschreiben? Also grundsätzlich gab es hier richtig, richtig viele schöne Momente, weil wir sehr erfolgreich waren. Wir haben die ersten Jahre in der Regionalliga oben mitgespielt, konnten dann in die zweite Liga aufsteigen. Das war natürlich bombastisch, weil von der Regionalliga zur zweiten Liga, das ist dann doch schon ein großer Schritt, auch gerade was die Professionalisierung angeht. Und dann war eigentlich das emotionalste Jahr das erste Jahr in der zweiten Liga, wo wir wirklich bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg gekämpft haben. Und sich dann am letzten Spieltag entschieden hat, hier in der GAF-Halle, wer absteigt. Das war damals das Spiel Eute gegen Stralsund, das weiß ich noch ganz genau. Und hier von einer rappelvollen Halle zu spielen und dann wirklich am allerletzten Spieltag den Klassenerhalt zu sichern, das war eigentlich mit das Emotionalste hier in der Zeit in Eute, beim VfL Eute. Und wie sieht es bei dir aus, Jasmin? Kannst du auch Momente beschreiben? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe die Saison, von der Birgit gerade gesprochen hat, die habe ich nicht mitgespielt. Ich bin erst ein Jahr später gekommen, quasi als sie den Klassenerhalt geschafft haben. Und für mich war eigentlich auch mit die erste Saison so die schönste Saison, weil ja, das Jahr davor Klassenerhalt, das zweite Jahr direkt Vizemeisterschaft, für mich das erste Jahr in Eute. Und das war einfach genial. Also die Mannschaft hat sich gut verstanden und es passte einfach alles und für mich war das mit die schönste Saison. Klar, die anderen Jahre danach waren natürlich auch schön, haben wir noch 2 weitere Vizemeisterschaften geholt, aber das war für mich somit die schönste Saison. Jasmin, kannst du dir eine Woche ohne den VfL vorstellen? Das ist jetzt fies. Ja, kann ich schon, auf jeden Fall, auch wenn es schwerfällt, aber jetzt so nach Saisonschluss oder nach so einer langen Saison freut man sich erstmal wieder auf ein bisschen Freizeit, ein bisschen ja, andere Aktivitäten, die man dann nach der Arbeit noch machen kann. Also daher freue ich mich schon drauf. Und Birgit, du bist noch ein bisschen länger hier gewesen. Du bist aber beide gehören zum Inventar hier. Kannst du dir eine Woche VfL Eute vorstellen ohne? Kannst du mir nicht vorstellen, dass du das kannst. ich sag mal so, eine Woche geht irgendwie immer. Ich glaube, über einen längeren Zeitpunkt nicht mehr dabei zu sein beim VfL Eute, nicht mehr zum Team zu gehören und nicht mehr die jahrzehntelangen Abläufe zu erleben, das ist für mich immer noch schwer begreifbar. Wie gesagt, das muss ich erst einfach mal erleben.
eine Woche ohne Volleyball geht immer, eine Woche ohne Sport wird schon schwieriger. Aber ich denke, die Gefühle dazu stellen sich erst ein bisschen später ein, wenn man das so realisiert hat. Was wärst du am meisten vermissen her? Die Frage ist wirklich ganz leicht. Das ist ganz klar die Mannschaft und die Mädels. Das letzte Jahr, das war mega genial. Wir hatten innerhalb der Mannschaft so viel Spaß wie noch nie. Mit den Mädels kann man jeden Scheiß machen, auf dem Feld, aber auch außerhalb. Wir sind da echt zu einer wirklichen Einheit geworden. Das ist jetzt nicht nur so eine Floskel, die man von vielen Spielerinnen hört, wenn sie aufhören, sondern das ist wirklich so gewesen. Wir hatten richtig viel Spaß auf dem Feld, außerhalb, und an diese Mannschaft lasse ich nichts kommen. Und die Mädels werde ich extrem vermissen, wie auch sowieso den ganzen Mannschaftssport und alles, was dazu gehört. Und Jasmin, ist das bei dir genau dasselbe oder noch etwas anderes? Na, ich kann da auf jeden Fall Birgit recht geben. Also die Mannschaft war echt toll. Also wir haben so viele schöne, lustige Trainingseinheiten gehabt, wie aber auch Partyabende, wenn man das mal so sagen darf. Wir haben immer versucht, Spaß während des Trainings auf dem Feld, während des Spielen zu haben. Hoffen, dass wir es immer gezeigt haben, auch bei den Spielen. Und es war einfach eine coole Truppe dieses Jahr. So kann man es beschreiben. Willst du noch was gegen dein Ex? Teamgenossen sagen? Ja, also ich wünsche auf jeden Fall allen, die da bleiben in der nächsten Saison, viel Spaß und hoffe, dass sie uns vermissen werden und an uns denken und uns natürlich auch mal zu den Spielen einladen und zum Feiern einladen und dass sie eine erfolgreiche Saison nächstes Jahr spielen. Und du? Ja, also ich wünsche den Mädels natürlich auch sau viel Erfolg, eine vielleicht nicht ganz so strenge, anstrengende Saisonvorbereitung. Sie sollen ihr Ding durchziehen, ganz, ganz viel Spaß haben, das ist das Wichtigste. Wenn man den Spaß verliert, dann bringt man auch nicht die Leistung. Also ich wünsche ihnen wirklich in erster Linie ganz viel Spaß, dass sie die Lockerheit behalten und natürlich, dass sie auf jeden Fall verletzungsfrei bleiben. Das ist, glaube ich, für jeden Sportler das Allerwichtigste. Dann wünsche ich euch viel Glück in Zukunft. Danke. Aber ich denke, ich werde euch hier noch öfters sehen. Ja, und wer weiß, wenn ihr hier in Personalnot sind, könnt ihr euch das vorstellen, dass ihr dann noch mal auf dem Feld steht, als ihr dann noch mal zurückkommt beim Spiel? Also jetzt gibt es sicherlich keine Rücktrittsgedanken vom Rücktritt, ganz sicherlich nicht. Das Problem ist beim Volleyball auf dieser Leistungsebene einfach, man kann nicht einfach mal ein, zwei Mal mittrainieren, um dann am Wochenende auszuhelfen. Also da bedarf es schon eines andauernden Trainings, um mal aushelfen zu können. Man wird sehen, wie sich die Mannschaft entwickelt, aber ich denke, die Planungen laufen so, dass wir nicht aushelfen müssen. Darauf vertrauen wir, weil wenn wir aushelfen müssen, ist einer verletzt oder kann nicht dabei sein aus irgendwelchen Gründen, und das wünschen wir dem Team natürlich nicht. Also gehen wir davon aus, dass wir nicht aushelfen werden, denke ich. Genau, so sehe ich das auch. Also ich hoffe, dass wir beide nicht vonnöten sind nächste Saison, weil, wie Birgit schon gesagt hat, wenn wäre einer verletzt, würde fehlen, aus welchen Gründen auch immer, und das wünschen wir der Mannschaft einfach nicht. Aber vielleicht sehen wir euch zurück als Trainerin oder so. Ich glaube, Birgit, du bist auch Schiedsrichter, ne? Das kann sie. Ja, genau, als Schiedsrichter hat man mich ja hier auch schon mal im Einsatz gesehen. Da stelle ich mir jetzt aber keine zweite Karriere vor, definitiv nicht. Das ist nichts für mich. Als Trainerin denke ich auch nicht. Ich bin da nicht wirklich der Typ für, der die Geduld aufbringt, Mädels zu trainieren und auf eine gewisse Leistung zu hoffen oder zu warten. Also ich bin auch außerhalb auf der Bank jetzt eigentlich immer sehr schlecht gewesen. Meine besten Leistungen, glaube ich, waren auf dem Feld und nicht auf der Bank, weil man fühlt sich grausam auf der Bank und das ist nichts für mich, ganz sicher nicht. Ich finde, wir sind uns sehr einig. Also ich bin auch, glaube ich, mit die schlechteste Zuschauerin beim Volleyball. Ich kriege meistens einen Herzinfarkt, wenn ich draußen bin, gefühlt. Und deswegen kann ich mir das auch schlecht vorstellen, dass ich irgendwie mal eine Trainerkarriere mache. Ich habe es damals, als ich noch jung war, habe ich es mal ausprobiert und habe
festgestellt, dass ich einfach zu ungeduldig bin mit den Spielerinnen und daher sehe ich da nicht meine Zukunft. Okay, ich habe es gerade schon gesagt, aber ich sage es nochmal. Viel Glück. Danke. Bis dann. Dankeschön, tschüss. Heute fahren wir zum Lüscher Polder. Der Polder liegt südlich von Lüsche und nördlich von Karum in der Gemeinde Bakum. Der Polder ist ein Überschwemmungsgebiet im Landkreis Vechta. Er wurde zwischen 1966 und 1974 errichtet, 1978 in Betrieb genommen und 1985 unter Naturschutz gestellt. Ein künstlich angelegtes Rückhaltebecken von 39 Hektar mit einem Stauvermögen von 900.000 Kubikmeter Wasser kann auf einen 2 Kilometer langen Ringdamm umwandert werden. Thank you.
Aufgrund mangelnder Standfestigkeit wurde dem Polder die Eigenschaft, Wassermassen sicher zurückzuhalten, vom Ministerium für Umwelt- und Klimaschutz aberkannt. Dafür ist es heute ein Naturschutzgebiet mit vielen seltenen Vögeln, Pflanzen und Gewässer mit einem reichen Fischbestand. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier im Hause Hartke zu unserer heutigen Modenschau. Lassen Sie sich ein bisschen verzaubern und den Sommer ein bisschen näher bringen. So, meine Damen und Herren, ich darf jetzt mithelfen. Mein Name ist Inze Nemertz, ich komme von Ulla Popken. Und wir freuen uns, dass hier in der Abteilung Collection Plus jetzt so viele Anbieter sind, sodass Sie wirklich eine total schöne Auswahl haben. Und wir haben Ihnen jetzt mal schöne Models mitgebracht. Die Jolene, die Jana und die Christine. In den Größen von 46 bis 54 zeigen wir Ihnen, wie man sich schön macht. Und die erste Runde, mal gleich in den Sommerfarben. Orange wird ja eine der großen Sommerfarben. Bei der Isabel sehen wir Orange mit Pink. Isabel trägt von vornherein gern mal ein bisschen ausgefallene Sachen. Und da sieht man auch der Lagenlook, also so einen kurzen Bläser und so ein langes Teil drunter. Das macht immer eine gute Figur. Und wir wollen Ihnen heute auch für jedes Alter, für jung und alt, die passende Mode zeigen.
dazu die gebleachte Jeans und ruckzuck ist dann ein Pfund schöner wie das andere. So, und jetzt kommt die Jolene, die hat eine orangefarbene kurze Hose an, auch das natürlich immer super im Sommer. Dazu eine schöne Bluse und dazu ein passendes Top. Also orange-weiß, auch das ganz einfach und trotzdem totschick. Man kann sich hier viele Tipps holen und natürlich nachher nach Herzenslust anprobieren. Und wir können auch noch was gewinnen. Super, danke. Und jetzt kommt die Jana. Die Jana zeigt Ihnen ein bisschen was Eleganteres. Und zwar eine gemusterte Hose. So Hosen mit so kleinen Muster sind ja total im Trend. Dazu passend ein T-Shirt mit Steinchen und die passende Jacke. So sind sie auch beim Ausgehen super gut angezogen. Das ist jetzt ein Outfit von Ulla Popken. Sie finden aber Outfits von Juna Roos, von Chico, von Triangle und von Sissi. So, und hier sehen Sie die Christine. Christine trägt Größe 54 und auch in Größe 54 sehen Sie, wie schick das aussehen kann. So ihre orangefarbenen Haare, der passende Blazer. Dazu ein bisschen Farbe, einen schönen Druck. Sie werden auch finden, dass es hier ganz viele verschiedene Blazer gibt, ganz, ganz leichte, die Sie ins Geschäft anziehen können, die Sie natürlich auch zum Ausgehen anziehen können. Dankeschön. Und wenn, ja super. Ganz groß im Trend sind ja khakifarbene Parkas. Da zeigt Ihnen die Isabel ein. Das gibt es für den Sommer und es gibt natürlich auch welche dann für den Herbst. Aber jetzt im Sommer ist das eigentlich die angesagte Jacke. Dazu trägt sie eine Hose, die unten so zusammengefasst ist und ganz viele Sternchen hat. Alles was verrückt ist, ran an die Isabel. Und dann hat sie da einen Top mit Spitzen an und drüber knallgelb, auch das in ganz schöner modischer Trend. Probieren Sie das einfach nachher mal an. Wenn Sie auch gerne ein bisschen verrückt sein wollen. Herzlichen Dank. So, und jetzt kommt die Jolene wieder. Die hat Khaki. Eine khakifarbene Hose an, dazu ein längeres Top und dann diese kurze Jeansjacke. So, dieser Ladenlook, wo ein Teil ganz lang ist und ein Teil ganz kurz, das unterbricht auch immer ein bisschen die Größe und ratzfatz sind wieder ein paar Pfunde weg. So. Super schön auch die Jeansjacke, auch das Stretch. So, und jetzt kommt die Jana. Die Jana zeigt Ihnen auch zum Parka in dem Khaki. Hier zu einer gemusterten Jeans dazu. Und das passende T-Shirt. Die T-Shirts dürfen ruhig ein bisschen Druck haben. Und die Jana hat sich über die Schulter noch so einen gelöcherten Pulli gestellt. Der sieht natürlich über ein T-Shirt oder über den Top ganz, ganz toll aus. Und bringt auch als Schal eine super Farbe. So, und jetzt kommt wieder die Christine. Die hat so eine Jacke, so ein Parka in Taub an. Sie sehen den jetzt auch hinten ein bisschen länger. Die Marlene Jeans. Und dann in diesem Senfgelb-Grün.
Auch das eine super modische Farbe und auch das fängt eigentlich im Sommer erst an und wird im Winter dann weitergeführt. Also das könnt ihr in Ihrem Schrank noch lange verwenden. Und hier im Hause Hake, da haben Sie natürlich alles passend, von den Schuhen bis zur Tasche, von den Schals bis zur Kette, sind Sie super angezogen. Und wie geht die Isabel wieder? Auch sie hat sich jetzt gleich mal wieder eine ganz verrückte Jeans gekauft. Jeans gibt es in alle Variationen. Das ist eine von Sissi mit Taschenhauf. Dazu ein bisschen Pink muss ja auf jeden Fall sein. Und drüber eine Jacke. Auch die mit einem leichten Muster drin. Das T-Shirt ist eigentlich eine Bluse. Das sind so neue Modelle und die heißen Schluse. Da sich die Designer gerade nicht einigen können, was ist ein T-Shirt, was ist eine Bluse, kriegt das mit Ihnen Bild. So, und hier haben wir die Jolene mit einer Weste und einer schönen Druckbluse und einer weißen Hose. Sehr schick und wirklich auch für jedes Alter geeignet. Also die Farben sind wirklich für jeden richtig zugeschnitten. Egal, ob man es ganz verrückt will, ob man es tragbar will. Und es sind auch ganz, ganz leichte Qualitäten. Sehr angenehm für den Sommer. Heute bei dem schönen Sommertag haben uns ja schon ein paar versetzt. Ja. So, und hier haben wir die Jana. Das finde ich auch ein ganz tolles Outfit. Und zwar hat die Jana so eine Oversize-Bluse. Dazu eine kurze Hose drunter, eine ganz schmale und dann eine Jeansjacke drüber. Ich finde, das macht auch eine super schöne Figur. So sind sie natürlich immer gut angezogen und können auch super mit ausgehen. Auch wenn sie flache Schuhe tragen, sieht das noch gut aus. Ganz flott. Und die Christine zeigt Ihnen so einen Jeansanzug in einer leichten Ware. Auch das für jedes Alter tragbar, finde ich auch sehr schön. Eine schöne leichte Ware. Dazu ein bisschen ein auffälliges T-Shirt. Streifen immer so trend. Und dann noch ein leichtes Rosé dazu. Und schon hat man für viele Gelegenheiten ein super Outfit. Die Damen gehen auch nachher in die einzelnen Abteilungen und sie können sich gerne von ihnen beraten lassen. So, jetzt will die Isabel mal ausgehen, diesmal etwas schicker, mal schick eingeladen. Und es gibt in diesem Sommer sehr viele Kleider. Hier mal schwarz mit beige, der passende Schal. Also wir hoffen, dass in diesem Sommer jede Frau mal ein Kleid trägt. Das war ja letztes Jahr schon der Trend. Hier kommt das zweite Kleid, auch das ganz schick, auch das eine ganz leichte Ware, super geeignet für die Sommertage und trotzdem sehr schön. Also ich gehöre bei Olaf Hopkins zur Franchise-Abteilung dazu, wir verkaufen ja weltweit
Und ich sag's Ihnen, alles, was im Ausland ist, von Damen tragen viel mehr Kleider. Und die waren letztes Jahr schon total begeistert, dass es so viel Kleider gibt. Und dieses Jahr ist es noch viel besser. Und wir hoffen, dass Sie auch welche tragen werden. Lassen Sie sich hier vom Team beraten. Und dann sehen Sie auch totschick aus. So, jetzt haben wir wieder die Jana. Die Jana trägt die Schlangenhose, Tierfelloptik in alle Variationen modern. Dazu ein Spitzenshirt und eine Kunstlederjacke. Ton mit Weiß, mit einer ruhigen Farbe. Und dann ein auffallendes Muster, das kann man natürlich auch tragen. Und die Jacke lässt sie nachher auch sehen, was die innen für ein Futter hat. Die gleiche Schlange ist innen vorbeigeschlichen. Nachher gibt es auch was zu gewinnen. Also 15 Minuten nach der Vorführung verlosen wir ein T-Shirt, ein Tuch und eine Hose. Sie können dann ganz in Ruhe hier einwerfen und 15 Minuten nach der Vorführung verlosen wir. So, und jetzt gucken wir mal die Christine an. Die hat sich auch wieder schick gemacht. Die hat die Jeans an und da auch so ein Hemd, das sie hier als Jacke trägt, dazu das passende T-Shirt. Da sieht es natürlich auch sehr sportlich und schick aus. Und Modehaus Hartke, die passenden Accessoires. Die sind rundum versorgt. So, jetzt wird es wieder ein bisschen verrückt. Die Isabel in diesem neuen Rotton, der so eine Mischung ist zwischen Pink und Aprikot. Hier ein schönes Kleid und das passende Jäckchen, auch das, total süß. Und probieren Sie doch mal so ein Kleid. Manchmal kann man auch mit einer dunklen Leggings oder so den Kleid tragen. Auch das sieht ganz toll aus. Dankeschön. Und die Jana hat sich jetzt auch mal eine verrückte Jacke geholt. Eher pink. Die Hose, gebleachte Hosen sind ja wieder total im Trend. Das finden Sie in den Jeans, aber Sie finden es natürlich auch in den farbigen Hosen. Dazu eine Bluse mit ein bisschen Spitzeneinsatz. Und vom Dschungel direkt die Jacke. Da gibt es aus dem Muster auch eine Hose. Also da kann gar keiner mehr sagen, in die großen Größen gibt es nichts Modernes. Überhaupt nicht. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist zum Beispiel der Grund von einer Garderobe. Ein dunkelblauer Anzug oder ein schwarzer, das müsste jede Frau im Schrank haben. Das ist ein sehr schönes Modell, das ihnen viele Jahre gute Dienste tut. Und wo sie zu offiziellen Anlässen und businessmäßig natürlich total gut angezogen sind. Dazu eine schöne Bluse. Und wenn sie zum Beispiel Geld brauchen und auf die Bank gehen, ist erwiesen, dass sie in dunkelblau das meiste Geld kriegen. Und am schnellsten. Also für den nächsten Kredit das passende Outfit. Blau ist ja auch ein ganz großer Trend wieder dieses Jahr und für den Norden ja ideal geeignet. Hier haben wir aus einem ganz feinen, seidigen Material einen Anzug in so einem Mittelblau. Das sieht auch total schön aus. Und das zeigt Ihnen unsere Christine. Und dann
Die Bluse drunter, die da ein bisschen länger ist, diese Blusentonika, sieht natürlich zu so einer kurzen Jacke auch immer gut aus. Also der Lakenlook im großen Größenbereich, der macht echt immer eine gute Figur. So, jetzt kommt wieder die Isabel und die Tiere sind wieder los. Dieses Mal ein Zebra. Zebra ist auch in diesem Sommer ganz, ganz beliebt. Hier mal die Zebra-Hose, dazu die Kunstlederjacke. Und in dem Mintton ein Fetzen-T-Shirt. Und so ein Schal macht sich auch immer total gut, tut auch immer ein paar Pfunde verstecken. Ganz niedlich. Dankeschön. So, jetzt kommt wieder was von Ulla Popken, von unserer Marke Selection. Das ist ja so eine hochwertige Marke, das finde ich auch ein sehr schönes Kleid. Also wenn Sie eine größere Einladung haben oder schön in Urlaub gehen, da sind Sie schnell die Schönste damit. Und das Kleid dann ein bisschen locker, so eine kurze Jacke drüber, da ist man richtig gut angezogen. Also da lohnt sich's anprobieren auch. Dankeschön. So, Diana macht sportlich. Hier mit dem Türkiston als Jeansjacke. Dazu ein passendes geringeltes Shirt und natürlich die weiße kurze Hose. Die braucht man unbedingt. Passende Schuhe, passende Taschen und schon ist es perfekt. Man könnte mal eine Jeans dazu anziehen. Dankeschön. Ganz, ganz schick bei der Christine finde ich dieses Outfit. Sie hat hier auch ein Kleid an. Dazu schwarze Leggings und so ein kurzes Jäckchen. Das Kleid finde ich auch ausgesprochen schön. Nun, meine Damen, man muss mal was anderes probieren, sonst ist es immer gleich. Und hier sind Sie ja in bester Betreuung, wenn man mal sich überwindet und sagt, so, heute probiere ich was anderes. Ganz, ganz flott. So, die Isabel ist diesmal auf Schlangentour. Die Hose mit Schlangen und dazu hat sie eine schöne Bluse an mit Kapuze. So, schick, schick. Schwarz-Weiß ist natürlich auch etwas, was ganz groß im Trend ist und mir zeige es Ihnen keineswegs langweilig, sondern so, dass man wirklich total spannend mit angezogen ist. So, und jetzt kommt die Idee. Auch schwarz-weiß. Da sehen Sie das kleine Krawattenmuster. Krawattenmuster ist ja in den Hosen ganz, ganz groß im Trend. Das können Sie wirklich zu ganz viel tragen. Dazu hat sie sich ein verrücktes T-Shirt geholt, aber eigentlich eine klassische Jacke, eine Jersey-Jacke, die super angenehm zu tragen ist, die Sie über alles drüber tragen können und die Sie kaum spüren. Zu der Jacke gibt es auch noch passende Hosen dazu. Also so kann man ja gleich mit ein paar Teilen sich laufend verändern.
So, schwarz-weiß zeigt Ihnen Diana mit der klassischen schwarzen Hose, die aber nicht hinkennt. Dazu Tierfelloptik natürlich, diesmal der Leopard und der weiße Blazer. Auch total schick. Die Schwarz-Weiß-Runde, Sie sehen, das ist unsere letzte Runde, da kommen jetzt auch die Christine. Schwarz-Weiß, schwarze Hose, schwarzes T-Shirt und die Zebra-Jacke. Auch das sieht bei der Christine total gut aus. So, meine Damen, wir hoffen, dass wir Ihnen Lust gemacht haben, dass Sie ein bisschen was anprobieren. Gehen gleich in Ihrem letzten Outfit auf die Fläche und beraten Sie gerne. Und in 15 Minuten, also Viertel vor drei, verlosen wir. Kommen Sie, füllen Sie aus. Wir drücken Ihnen den Daumen. Herzlichen Dank.